Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir erfüllen heute mal wieder einen Rezeptwunsch und zwar ein Ribeye Steak. Ja, für das Ribeye Steak brauchen wir Ribeye. Wo kann man es kaufen? Beim vernünftigen Biobauern, zum Beispiel Herford Rinder. Wer Zugriff auf Großhandel hat, da gibt es dann halt auch argentinische Rindersteaks oder US-Beef. Muss man so ein bisschen schauen, kostet sicherlich Geld. Isst man ja auch nicht jeden Tag und ist halt schon ein qualitativ sehr hochwertiges Fleisch. Ne? Typische Ribeye ist dieses Fettauge, das man mit großer Hitze rausbrät. Deswegen. Im Prinzip, erstmal brauchen wir nur einen heißen Grill oder eine Grillpfanne. Rosmarin, Knoblauch, das kommt nachher rein, kurz vor Schluss, für den Geschmack. Wir ölen das Fleisch ein, aber nur ganz, ganz zart. Mit einem sehr hitzebeständigen Öl. Wir haben jetzt ein ganz einfaches Rapsöl. Wie ihr seht, hier nur ganz, ganz wenig. Einmal kurz einpinseln, sonst gepeimt es so stark. Es gibt auch Grills, wo ihr überhaupt nicht einölen müsst. Da ich hier eine Teflon-Grillpfanne benutze, brauche ich auch nicht viel, aber so eine kleine Benetzung tut dem Ganzen ganz gut. Ich stelle jetzt mal richtig hoch, weil wir brauchen eine große Hitze. Viele zum Beispiel amerikanische Special Grills, die grillen das bei 400 Grad, dass es richtig schmack ist. Das brauchen wir jetzt erstmal. Wie gesagt, Gewürze und so kommt alles nacheinander vor. Wir grillen die jetzt. Ich zeige euch nochmal am Daumen die Garstufen. Das ist Bleu, also das ist, wenn ihr es blutig haben wollt. Je weiter ihr es zumacht, wenn ihr so zu habt, ist es Medium. Und durchgebraten ist es. Muss jeder mal so für sich testen. Man sieht das, dass sich je weiter der Daumen zudreht, je fester die Fleischstruktur wird. Das steht ungefähr. So wie wir es jetzt warten, um das Medium zu kriegen. 12 Minuten, tippe ich mal. 12, vielleicht auch 14 Minuten. Kommt ein bisschen auf die Hitze drauf an. Im Moment ist es sehr heiß. Sieht sehr gut aus. So, unser Steak sieht jetzt so gut wie Medium. Kommt noch für den Geschmack. Machen wir Knoblauch dazu. Einfach mit einlegen. Rosmarin. Pfeffern wir mal schon eine Seite. Heiß natürlich, ihr nehmt vielleicht am besten nicht die Finger dafür. Ein bisschen feilen hier. Flexöl dazu, dass der Knoblauch besser verteilt. So. Et voilà. Jetzt mache ich sie aus. Das Ganze. 1 Minute zudecken, einfach mit einem großen Teller. Kann ich auch 2 Teller machen. Ah, ich nehme gleich was anderes. Auf jeden Fall einen Moment ruhen lassen. Darum geht es einfach. Dann salzen wir das Ganze mit normalem Fleur de Sel oder mit Salz, was ihr habt. Völlig egal. Und dann genießt es. Wow, bitte jetzt entscheiden. Euer Biokoch. Ja, ich hoffe mal wieder, es hat euch gefallen. Perfekt passt natürlich unser Knoblauchbrot dazu. Das läuft da unten an. Und ihr könnt mich natürlich wieder gerne abonnieren, einfach draufklicken, das heißt im YouTube-Channel, der kostet nichts, einfach rein, klack, nochmal bestätigen, dann habt ihr mich, so könnt ihr immer, seid immer auf dem Neuesten, welche Videos ich hochlage. Ja, und abonnieren bei den sozialen Netzwerken geht natürlich auch unter Facebook, Pinterest, Twitter oder Google+, immer /der Biokoch oder gleich auf die Seite derbiokoch.de.